Prinz Harry kehrt nach London zurück. Aber findet sich Zeit für die Familie? Das 10. Jubiläum der Invictus Games führt den Royal wieder in seine Heimat. An der Feier nimmt er aber ohne Gattin Meghan und die Kinder teil. Die bleiben in den USA. Anders als üblich übernachtet Harry wohl nicht in einer der Residenzen der Royals. Vermutlich zieht es ihn eher in eine Hotelsuite. Am meisten beschäftigt die Öffentlichkeit jedoch, ob es einen Besuch bei seinen Verwandten gibt. Schon im Vorfeld wird darüber viel spekuliert. Doch während ein Treffen mit seinem Bruder wohl eher unwahrscheinlich ist, soll er seinen Papa, König Charles, auf jeden Fall sehen wollen. Es ist allerdings fraglich, ob der Monarch überhaupt Zeit für seinen Sohn hat. Denn nach seiner Krebsdiagnose kehrt er gerade erst zu seinen Pflichten zurück. Auch ein Sprecher des britischen Königshauses betont, dass ein Besuch schwierig ist. Aufgrund des vollen Programms seiner Majestät wird dies leider nicht möglich sein. Ob Harry und Charles vielleicht doch einen Moment Zeit füreinander haben, zeigt sich aber erst in den kommenden Tagen.